Hä? Oh ja, oh ja. Hosch Geldnis bei Kfz-Fuzzi. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hohen Limburg greifen dies Autoservice bei Gürkan hier. Hier. Da steht sein Golf Sivas. Das sind die Fans, du hast sie jetzt nur von außen angeschaut und hast schon sofort optische Mängel gesehen. Ja, eine Felge, die gerade auf meiner Rücksitzbank lag, die hat auf jeden Fall einen Schlag weg. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, welche das war. Die hier? Ja, genau. Die hat auf jeden Fall schon seitlich einen Schlag weg. Was auch alles behebbar ist. Wir werden jetzt einmal auf die Wuchtmaschine schmeißen. Mal schauen, ob alle vier Felgen irgendwo was weg haben. Seitenschlag, Höhenschlag. Und dann schauen wir weiter. Nächster Schritt wäre dann die Reifen abziehen. Felgen, die zu richten sind, richten. Das macht ihr aber auch. Das mache ich auch, ja, richtig. Das mache ich selber komplett. Wäre das dein Geschmack, wenn du einen Fünfer fahren würdest? Du fährst ja kein Fünfer. Aber wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte einen Rot haben. Ich sag mal so. Rot? Ja, da wäre ich so braun und würde sagen, Alter, ist so ein schönes altes Auto, da kommen keine roten Felgen drauf, das mache ich dir nicht. Weißt genau du? Das will ich. Also werden wir natürlich nicht rot nehmen, ist ja klar. Aber die Farbe sieht interessant aus. Aber nein. Ja, ich würde mir als erstes gern deine Vorstellung anhören, was du vorhattest. Das werden wir aber noch nicht sagen. Ja, und vielleicht haben wir ja beide dieselbe Vorstellung. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wenn ihr solche Felgen habt, was würdet ihr damit machen? Er kennt ja die ganzen Farben, also er kann eigentlich jede Farbe machen. Ist alles möglich. Guckt euch das mal an. Ob die jetzt richtig Höhenschlag haben oder nicht. Ob die Felgen eigentlich, ich sag mal, in dem Sinne schon kaputt sind. Das kann natürlich sein, ja. Wenn da extremer Schaden dran ist, wo ich der Meinung bin, ey, nee, komm, das machst du fertig oder das lässt du lieber, weil der Gefahrenfaktor einfach viel zu groß ist. Ne? Im Endeffekt packst du die Dinge auf Fahrzeug drauf, Mann, Frau, Kinder fahren damit durch die Gegend. Wenn der Kunde, wir können alles reparieren, aber wir lassen uns das dann auch unterzeichnen, immer im Straßenverkehr nicht mehr zu gebrauchen. Also wenn Gefahr im Spiel ist, dann unterbinden wir das auch direkt. Also du willst gar nicht wissen, wie viele Felgen mittlerweile, wo wir halt Fotos zugeschickt bekommen, wo die Kunden ihre kaputten Felgen selbst nicht einmal repariert, wenn die gerissen ist oder so, der Riss bleibt drin, immer, kannst du mir da eine schöne Farbe hier, ich habe das Pink gesehen, ich will das zu Hause von der Glasplatte packen in meinem Zimmer oder so. Wie viele Felgen als Tisch dienen und sowas alles, als Deko und sonst was, aber gibt's öfters. Jetzt bin ich raus, was wollte ich jetzt fragen? Das kann ich dir leider nicht sagen. Was wollte ich dir fragen? Gefahrenfaktor? Ich fällt mir jetzt nicht mehr ein. War eigentlich sehr interessant. Das werden wir wahrscheinlich nicht mehr erfahren jetzt. Ja, genau. Auf Instagram können die Leute dir schreiben und einfach Fotos schicken. Ich habe diese Felgen, ich habe das und das vor. Wenn Anfragen kommen, was auch ziemlich häufig ist, wo die Felge halt schon ziemlich verbackt ist oder keine Ahnung was, dann müssen wir uns logischerweise live ein Bild von machen. Ja, aber wenn wir schon bei den Bildern sehen, okay, sind saubere Felgen, keine Vorarbeit, also Bordscheinschäden wegmachen und so, dann kann man immer Preise schon raushauen. Ja. In der also Regel. Instagram ist unten verlinkt, checkt den ruhig ab, folgt dem auf Instagram. Oh, da kriegst du morgen so voll die Nacktfotos so geschickt. Wir gucken uns jetzt erstmal grob den Rundlauf an. Ja, dann sind wir ja beide jetzt gespannt. Reifen, hast du mir gesagt, holst neue von Kummo drumrum? Natürlich. Also können wir die auch direkt wegschmeißen. Wir gucken jetzt auf der Maschine nur grob drüber. Also ich sag mal, jahrelange Erfahrung. Ich kann halt schon so, hört sich jetzt vielleicht doof an, aber schon so sehen, ey, die hat einen Höhenschlag oder nicht, das sieht man halt. Und die Felge, die läuft eigentlich ziemlich rund. Da wird halt auch nichts Großes dran sein, bis auf die Randsteinrempler. Vorderachse, die erste ist auf jeden Fall... Okay. Man sieht ja, ob man einen Höhenschlag hat oder nicht. Wenn die Felgen nackt sind, sprich die Reifen runter sind, werden sie nochmal geprüft. Dann aber halt ein bisschen intensiver mit Lasermesstechnik und sowas alles. Dann ist man halt 100 Pro auf der sicheren Seite. Also diesen Service bietet ja jeden Kunden an, ne? So sieht's also aus. Ja, die hat zum Beispiel einen Höhenschlag. Ja, das war die Felge. Das war die Felge, ne? Kann man die schon mal grob abkänzeln. Sieht man das auch so krass, wenn man... Ja, sieht man. Das sollte man sehen. Das sieht man. Aber sowas kriegt man hin, ne? Das kriegt man hin. Das ist easy. Easy. Das gefällt mir. Oh mein Gott, die Felge hat einen Schlag. Aber sowas von. Ja, lass dich. Innen hat die keinen Schlag. Aber die hat hier im Bett auch einen Schlag. Das ist die Felge mit den kaputten Reifen, deswegen sieht das so krass aus. Ja. Aber die Seite ist okay, aber wir haben hier einen Höhenschlag.
Ja. Genau hier. Ja, schon mal Nummer 2. Wahnsinn. Aber das ist auch kein Problem? Ist kein Problem. Wie gesagt, die Innenseite, wo der Reifen so eine Blase geschlagen hat, ja, da ist aber kein Höhenschlag, gar nicht zu sehen. Wie gesagt, keine Ahnung, was das für ein Reifenhersteller ist. Einen dicken Schlagloch mitnehmen, kann so ein Reifen. Wie gesagt, der ist vom letzten Jahr. Der ist von 2021. Ja, guck dir das an. Der ist neu. Und deswegen sage ich auch, man soll echt das nicht... Das soll halt eigentlich nicht sein, sowas. Darunter, das ist ja... Das Gewebe ist ja richtig kaputt gegangen. Gewebe ist gebrochen, ja. Wenn ich mit und ihr fährt da 200 damit, lebensgefährlich. So sieht's aus. Hä? Oh ja, oh ja. Das ist aber nur der Reifen. Der gab nichts. Nee, hat er nicht. Das ist jetzt dieses schwarz-weiße, ne? Ja. Was für groß. Hier hat er einen ganz leichten Schlag. Aber da sieht man auch, hat der Bordstein schön mitgenommen. Ganz leicht. Ja. Wirst du sehen, wenn mein Finger jetzt. Ja. Aber hast du was anderes erwartet? So wie die Felgen aussehen? Ja, ehrlich gesagt, ich dachte, du sagst, Jonas, nein, es ist total schön. Zwei Felgen haben Höhenschlag. Ja, Reifen im Müll, Schrauben raus, Höhenschläge reparieren. Ja, dann kommt die Farbe runter, dann werden sie nochmal final kontrolliert wegen Höhenschlag. Ja, darf ich einmal den starten? Kannst du gerne machen. Guckt euch das an, Alter, das ist ja Wahnsinn. Die Sitze sind sowas von bequem. Mal ein bisschen Gas machen beim Starten. Ist so geil. Auch der läuft sehr ruhig, ne? Mega, ne? Hammer. Der läuft ja besser, also ruhiger als mein vor Ort. Das ist gut. Wir werden noch Freunde. Ja, ich gehe. Er mag mich nicht. Hey, Yunus, heute schlage ich dir schon mal ein paar Schrauben hier raus, dass wir die schon mal raus haben. Das wird logischerweise ein bisschen laut, weil rausbohren, rausdrehen ist leider nicht mehr machbar, weil die schon so oxidiert sind, so ja, kaputt sind. Deswegen hauen wir sie jetzt alle einzeln raus und dann schauen wir weiter. Ja schon, wie die alle wegbrechen. Die sind halt schon richtig im Arsch, auf gut Deutsch gesagt. Aber denn nun. Und so sieht's aus, wenn sie abbrechen. Da siehst du nochmal die Stelle, wo ein schöner Höhenschlag drin war. Ist auch wieder weg. Ja, morgen wird chemisch entlackt und dann können wir pulvern. So sehen jetzt die Felgen aus, nachdem der Lack runter ist, nachdem sie gerichtet sind und sauber gemacht worden sind. Das ist jetzt Vorstufe vorm Grundieren. Die werden jetzt noch angepettet, entfettet. Und dann geht es ab in die Entlackung. Ist ja die ganzen Randschäden, das wird noch alles schön sauber geschliffen. Halt, Höhenschläge haben wir ja rausgemacht, die Schrauben haben wir rausgeschlagen, Felgen laufen rund, Lack ist runter, vorbereitet haben wir die auch soweit erstmal mit Grundierung und sowas alles und ja, jetzt kommt die Farbe drauf, dann Klarlack und dann sind sie fertig. Dann, wir pulvern die Felgen jetzt komplett, ich halte die Kamera fest, während du pulverst. Achso, okay. Ich gucke dir dabei zu. Dann muss ich aber erst zeigen, wie die Kamera fest hat. Cool. Wir schauen uns das gleich ganz an. Ganz kurz, so, du darfst aber nicht den hier machen, ne? Ganz wichtig, oder den hier. Okay, auch nicht. Immer so. Ja, sonst sieht man das so. Du kannst natürlich ein bisschen wackeln, das geht. Und so. Ich habe aber voll den Zittrigen, Alter. Ich werde immer nervös, wenn du hier bist. Ach, Alter. Okay. Ich muss die Belichtung verstellen, dass sie gesagt. Gut, das ist der also Plan gehen jetzt runter und dann fangen wir an. So, ich freue mich schon. Los geht's.